Hallo meine Lieben, ja herzlich willkommen heute am Montag zu einem Reading für die anstehende Woche. Ja, kurz nach dem Neumond, der gestern stattfand im Zeichen des Löwen, ist heute Morgen in den Tagesbotschaften schon ein sehr passendes Krafttier gefallen. Vielleicht hast du meinen Tagesimpuls schon gelesen, denn heute Morgen kam das Eichhörnchen zu uns und zwar mit der wunderschönen Botschaft und gleichzeitig einer Aufforderung an dich, glaube an dich. Das passt natürlich jetzt wundervoll zu dieser Neumondenergie. Der Neumond fand im Zeichen des Löwen statt und die Energie ist noch im Kollektiv. Ja, und dieser Löwe steht ja auch für Mut, ja, für mutige Entscheidungen. Der steht für unsere Herzenskraft und der steht für Selbstvertrauen. Wir hatten ja gestern eine tolle Neumond-Session. Da ging es ja vor allem auch um unsere wahre Berufung. Ja, woher wissen wir denn eigentlich, zu was wir berufen sind? Oder vielleicht folgen wir auch schon unserer Berufung? Und wie können wir unsere Ängste denn jetzt mal transformieren, wenn wir eigentlich genau wüssten, was wir gerne tun würden, aber wir können aufgrund von Zweifeln oder Befürchtungen ja nicht loslegen? Und da ist es natürlich extrem hilfreich, wenn jetzt zum Wochenbeginn diese Botschaft zu uns kommt, dass wir an uns glauben sollen. Ja, woran liegt es denn, wenn du vielleicht noch nicht wirklich an dich glaubst? Wenn wir da mal reingehen in dieses Thema, dann könnte es zum einen sein, dass du vielleicht in der Vergangenheit den ein oder anderen Misserfolg einstecken musstest. Ja, vielleicht hast du schon versucht, neue Wege zu gehen. Vielleicht wolltest du schon mal neue Projekte ins Leben rufen. Das ist alles, fällt unter die Kategorie Löwenmut und Löwenkraft. Ja, der Neumond steht immer für einen Neubeginn. Und wie gesagt, möglicherweise gab es da in der Vergangenheit auch schon mal das ein oder andere gescheiterte Projekt. Und jetzt befürchtest du, dass sowas eventuell wieder passieren könnte. Dann bedenke aber immer, dass wir unsere Zukunft nicht aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus manifestieren können. Ja, denn wenn wir aufgrund von schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit vor bestimmten Entscheidungen zurückschrecken oder uns nicht trauen, neue Wege zu beschreiten, dann stagnieren wir, vor allem natürlich auch in unserer Entwicklung. Also wenn du vielleicht tatsächlich schon was hinter dir hast, was jetzt nicht so erfreulich war, dann sag dir immer wieder, jeden Tag ist ein neuer Tag und es ist nicht gesagt, dass du dieselben Erfahrungen machst. Du kreierst letztendlich deine Erfahrungen selbst, ja, denn du erhältst das, woran du glaubst. Ja, wenn du natürlich jetzt schon daran glaubst, dass irgendwas wieder schief gehen könnte, dann wird es auch so sein. Wenn du dagegen sagst, ich glaube jetzt aber an mich und ich glaube daran, dass ich alles verwirklichen kann, was ich mir vorstellen kann. Wenn du dann dazu, denk an das Reading am Freitag für das Wochenende, ja, auch noch bereits das Gefühl für das, was du gerne verwirklichen möchtest, in dir erzeugen kannst, dann hast du einen wundervollen Manifestationsbooster. Ja, denn wenn du schon fühlen kannst, was du dir wünschst, dann manifestierst du aus dem Herzen heraus. Aber viele Menschen glauben auch nicht an sich, weil ihnen vielleicht in der Kindheit oder in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter Lügen über sich selbst erzählt wurden. Ja, also vielleicht hat man dir den Glauben an dich selbst etwas geraubt in deiner Kindheit, weil du oft den Satz gehört hast, das schaffst du sowieso nicht, oder ja, sehr, sehr passend zur Berufswahl dann immer ganz oft der Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, also lieber mal nicht zu hoch hinaus wollen, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das sind alles so Sprüche,
die uns oftmals in unserem Leben schon ein bisschen einnorden wollten, so nach dem Motto, trau dir mal ja nicht zu viel zu. Aber jetzt, meine Lieben, wo wir an dieser Schwelle zu einer neuen Bewusstseinsebene stehen, ist es extrem wichtig, aus diesen alten Schuhen auszusteigen. Denn bleiben wir in diesen alten Schuhen hängen, ja, dann beschneiden wir uns selbst, dann rauben wir uns der Möglichkeit, unser ganzes Potenzial zu leben. Und wenn du selbst an dich glaubst, dann folgst du auch deiner Intuition, deiner inneren Stimme. Ja, ich hatte ja am Freitag in meiner Vorschau für den Monat August nochmal gesagt, dass ich im Channeling die Message erhielt, dass es im August extrem wichtig für uns sein wird, nicht auf andere zu hören, sondern wirklich unserem eigenen Weg zu folgen. Immer wieder in uns hineinspüren, was ist für uns der richtige Weg. Ja, lass dir nicht von anderen diktieren, in welche Richtung du gehen sollst. Ab heute, 5.8., haben wir einen rückläufigen Merkur. Der wird bis zum 28.8. rückläufig sein. Das ist eine lange Zeit und der rückläufige Merkur, der kann uns manchmal ein bisschen ausbremsen. Der bringt auch manchmal Schwierigkeiten in der Kommunikation mit sich. Auch technische Probleme könnten auftreten. Man sagt, es ist nicht ratsam, irgendwelche verbindlichen Verträge zu unterzeichnen. Ich würde das jetzt nicht wirklich ganz verallgemeinern. Ja, möglicherweise ist es dann eben auch wichtig, wenn es für dich jetzt darum geht, einen Vertrag im August zu unterzeichnen, dass du ganz genau das Kleingedruckte liest. Ja, aber glaub auch hier an dich und vertraue deiner inneren Stimme. Ja, ein bisschen schwierig, holprig wird's vermutlich. Ja, das haben wir gehört am Freitag in der Monatsvorschau in der zweiten Monatshälfte. Denn dieser rückläufige Merkur sorgt manchmal auch dafür, dass Projekte, die man jetzt vielleicht noch mit diesem Enthusiasmus der Löwe-Neumond-Energie ins Leben rufen möchte, so ein bisschen ausgebremst werden. Aber dann ist es extrem wichtig, an dich zu glauben. Ja, denn verliere dann nicht den Mut, verliere nicht das Vertrauen in dich, sondern wisse, das kann vielleicht jetzt im August eine kleine herausfordernde Strecke für dich werden, aber die Energien im September werden sicherlich wieder ruhiger werden und dann wirst du alles so verwirklichen können. Ja, also ich denke, wenn dann mit Ende August diese Rückläufigkeit des Merkurs auch enden wird, dann werden die Dinge wieder ins Fließen kommen. Ja, ich würde gern eine Karte aus dem Tarotdeck Feuerherz und Flügelschwert herausmischen und dann erkläre ich das Ganze heute mal mit dem Lenormand-Deck von Angelina Schulze und zum Schluss haben wir hier noch das Deck Eulenglückseligkeiten und da werde ich noch um einen weisen Rat der Eule bitten für diesen Wochenstart. Okay, was sagt denn das Tarot zum Eichhörnchen und dass wir an uns glauben sollen? Was haben wir denn hier? Oh, die Liebenden. Das ist meine Lieblingskarte in diesem Deck, weil ich einfach das Zitat liebe. Denn hier heißt es, stelle dir selbst und nur dir selbst eine einzige Frage. Hat dieser Weg ein Herz? Wow, ich bin jetzt ganz berührt. Jetzt habe ich direkt Gänsehaut, meine Lieben. Ja, zum einen liegt die Betonung hier auf selbst, ja, stelle dir selbst, nur dir selbst die Frage, hat dieser Weg ein Herz? Wir haben also den Aspekt aufgegriffen, dass es jetzt und das beginnt nun in dieser Woche vor allem darum geht, auf deine eigene Stimme und deine Intuition zu hören, ja, gerade was die Verwirklichung von neuen Projekten anbelangt. Ja, lass dir nicht einreden, dass du etwas anderes tun solltest oder lass dir nicht ausreden, was du vorhast zu tun. Ja, das ist ganz entscheidend. Und dann stelle dir diese Frage, hat dieser Weg ein Herz? Ganz gleich, welchen Weg du vorhast zu gehen, ja, er sollte mit Liebe gegangen werden.
Und wir haben ja gestern in der Session festgestellt, dass du bei allem, das hat sich gar nicht nur auf den Beruf bezogen, ja, bei allem, was du gerne verwirklichen möchtest, und da bitte ich dich mal, dieses Wort verwirklichen ein bisschen auf dich wirken zu lassen, denn in dem Wort steckt dieses wirklich zu dir gehörend. Ja, wenn du erkennst, wer du wirklich bist, wer du in Wahrheit bist, was alles in dir schlummert, an Fähigkeiten, an Talenten, aber auch was deine Werte anbelangt, ja, nach welchem Motto du lebst und leben möchtest, dann wirst du immer wieder aufgefordert, in deine Herzensenergie zu kommen, denn die Antworten auf diese Fragen findest du nicht in deinem Kopf. Ja, wenn du dich selber fragst, was erfüllt mich denn wirklich? Da nützt es nichts, wenn du darüber nachdenkst. Mit deiner reinen Verstandeskraft kommst du da nicht drauf. Du musst in dein Herz gehen. Du musst in dein Herz hineinfühlen. Und wenn du jetzt im Zuge dieses Löwe-Neumondes etwas für dich entdeckt hast, ja, was du gerne in der kommenden Zeit, vielleicht auch erst im kommenden Jahr, ja, aber was du für dich verwirklichen möchtest, dann glaube an dich. Also das ist die Voraussetzung, dass du überhaupt daran glaubst, dass es dir möglich ist. Fühle dich bereits in den Zustand ein, wie du dich fühlen würdest, wenn du das Ziel erreicht hättest. Das ist dein Manifestationsbooster. Und wenn du dir dann selbst auch noch die Frage stellst, hat dieser Weg ein Herz? Das heißt, entspricht dieser Weg meiner Herzensenergie? Entspricht dieser Weg meinem Lebensmotto, meiner Seelenaufgabe, meinen Werten? Dann geh los. Was deine Lebensaufgabe betrifft, da möchte ich euch wirklich nochmal mein Mondknoten-Reading ans Herz legen. Ich habe jetzt schon viele dieser Readings gemacht und die Rückmeldungen sind wirklich phänomenal. Du findest alle Infos dazu auf meiner Webseite, ja. Aufgrund der Mondknoten-Konstellation zu deinem Geburtstag, ja, ich brauche nicht die Zeit, nicht den Ort, nur der Tag, übermittle ich dir Botschaften, die dir dabei helfen, die Seelenaufgabe, die du dir als Seele für diese Inkarnation vorgenommen hast, zu erkennen, nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern vor allem auch in allen übergreifenden Lebensthemen, ja, in der Liebe, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Ausprägung deiner Charaktermerkmale. Und die Rückmeldungen sind deswegen für mich so erstaunlich, weil ich mache dann ja auch 2 Tarotlegungen dazu und frage, wie weit bist du denn überhaupt schon in der Erfüllung deiner Seelenaufgabe? Und da fallen dann tatsächlich, obwohl ich keinerlei Vorinformationen habe zu meinen Klientinnen und Klienten, sehr handfeste Themen aus dem Leben, die jetzt transformiert und angegangen werden möchten. Ja? Und diesen Weg, den wir uns bereits in den Lebensplan geschrieben haben, ja, den können wir nur mit unserem Herzenskompass finden. Und deswegen ist diese Karte natürlich wundervoll stimmig. Die Liebenden als große Arcana-Karte stehen ja auch per se für eine Entscheidung, die wir treffen dürfen aufgrund unseres eigenen höchsten Wohls. Ja? Das ist die Karte im ursprünglichen Rider-Waite-Tarot. Vielleicht hast du das Bild vor Augen, auf der sieht man ein Liebespaar, das hält sich aber nicht an den Händen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung der Karte, denn sie impliziert diesen Gedanken, dass für jede Art von Verbindung, Beziehung, aber auch für jedes Projekt, ja, dass wir erfolgreich ins Leben rufen möchten, dürfen wir uns immer wieder fragen, dient das tatsächlich meinem inneren Frieden? Entscheide ich mich bei diesem Weg für mein höchstes Wohl? Bringt mir das, was ich hier tun möchte oder die Entscheidung, die ich hier treffe, tatsächlich Ruhe in meinem Herzen?
Wir schauen jetzt mal, was das Lenormand dazu spricht von Angelina Schulze. Das Lenormand, ja, da fällt die Schwangerschaft in diesem Deck eine Karte für neue Projekte. Das passt natürlich jetzt sehr gut zu dem Löwe-Neumond, dessen Einfluss ja noch hier im Kollektiv ist. Also vielleicht gehst du mit etwas schwanger, ja, dann stell dir genau diese Frage. Und zwar nur dir selbst. Hat dieser Weg ein Herz? Ist es ein Weg, der mich mit mir selbst ins Reine bringt, der mich zufrieden macht, der mir Erfüllung bringt, ja, der mich wachsen lässt auf meinem Weg? Und dann darfst du natürlich dich auch wieder ans Eichhörnchen erinnern und sagen, wenn ich das Projekt verwirklichen möchte, dann muss ich auch an mich glauben und daran, dass ich alle Voraussetzungen dazu habe. Denn dann dürfen wir einen glücklichen Ausgang erwarten. Wunderschön, der Klee. Neben der Schwangerschaft sagt die Karte, wenn du an dich glaubst, wenn du auf dein Herz hörst und wenn du wirklich dem folgst, was du in dir an Impulsen vernimmst, wird das Ganze Aussicht auf Erfolg haben. Auf den Beruf bezogen, ja, das haben wir auch gestern in der Session herausgearbeitet, ist es so, dass wenn du einer Tätigkeit nachgehst, die dich wirklich erfüllt im Inneren, du auch Fülle im Außen erleben wirst. Denn Fülle im Innen, ja, also das heißt, wie erfüllt du einer Tätigkeit nachgehst oder wie erfüllt du insgesamt durch dein Leben gehst. Und wenn du beispielsweise einem Job nachgehst, der dich unglücklich macht, oder auch wenn du in einer Beziehung lebst, die nicht gesund für dich ist, ja, die dich immer wieder in deinem Selbstwert herausfordert, ja, die sehr viel Konfliktpotenzial hat, dann bist du nicht erfüllt in deinem Leben. Und damit ist es sehr, sehr schwer, Fülle im Außen anzuziehen. Ja, denn da darf ich dich an das hermetische Gesetz erinnern, wie innen zu außen. Ja, und so ist es. Das, was wir im Inneren sind, spiegelt uns unsere Realität wider. Was ich hier aber auch noch als Impuls für dich erhalte, was immer du planst, was immer du verwirklichen möchtest, was du ins Leben rufen möchtest, für dich verändern möchtest, sollte leicht gehen. Der Klee steht nämlich auch für die Leichtigkeit. Also wenn du etwas vorhast und merkst, dass vom ersten Moment an unendlich viel Steine in deinem Weg liegen, ja, dann darfst du wirklich nochmal in dich hineinfühlen, ob es tatsächlich das Richtige für dich ist. Manchmal tun wir etwas, weil wir vielleicht glauben, das wäre das Richtige, also aus dem Verstand heraus, weil wir vielleicht glauben, im Moment keine andere Möglichkeit zu haben, oder aber auch, um den Erwartungen anderer zu entsprechen oder um andere nicht zu enttäuschen. Ja, dann kann es sein, dass sich das Ganze von Anfang an sehr schwer anfühlt. Und dann frage dich immer wieder, ja, ist das tatsächlich mein Herzensweg? Wir holen uns mal noch eine Karte heraus. Jawohl, danke schön. Ja, wir haben den Berg, das passt jetzt gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn du also immer wieder auf Blockaden stößt, dann frage dich, woran liegt es? Es könnte auch sein, dass du zu hohe Ansprüche an dich selbst hast und vielleicht zu ungeduldig mit dir bist. Es kann aber auch jetzt schon ein Hinweis auf diesen rückläufigen Merkur sein. Ja, denn ich habe zu Anfang, wenn du dich erinnerst, ja davon gesprochen, dass auch wenn du jetzt vielleicht mit diesem Löwe-Neumond sehr motiviert für etwas bist und jetzt eigentlich gerne in die Feinplanung gehen möchtest, dass es sein kann, dass die Planetenkonstellationen im August, die auch vor allem um den 19., 20. August herum sehr, sehr herausfordernd sein werden. Hör dir dazu gerne gute Astrologie-Videos an. Ja, das überlasse ich gerne meinen wundervollen Kolleginnen und Kollegen. Denn ich glaube, direkt am 19. gibt es eine Planetenkonstellation, die wirklich sehr, sehr, sehr tricky ist und
Da dürfen wir mit Blockaden aller Art rechnen, auch mit ja, sehr unerwarteten und vielleicht auch unschönen Ereignissen. Also das könnte jetzt schon ein bisschen der Hinweis darauf sein, ja, aber wir haben ja vorhin nochmal aufs Eichhörnchen verwiesen. Bitte lass dich dann von einer Blockade, die vielleicht auftaucht, nicht verunsichern, wenn du dir sicher bist, das ist dein Herzensweg. Also da gilt es wirklich auf dich hinein, in dich hineinzuspüren und auf deine eigene Intuition zu achten. Wenn du einen Weg losgehst, ja, und du stolperst von einem Stein zum nächsten, es geht alles schwer, es klappt überhaupt nichts und du hast das Gefühl, da komme ich niemals ans Ziel, dann darfst du dich fragen, ist das wirklich der richtige Weg? Wenn es aber so ist, wie es hier liegt, ja, dass du grundsätzlich spürst, das ist mein Herzensweg, diesen Weg möchte ich gehen und du dir auch sehr, sehr sicher bist und auf dich selbst vertraust, dass du das, was du dir vornimmst, verwirklichen kannst und dann im herausfordernden August vielleicht eine Blockade auftaucht, dann bitte lasse das Ganze ein bisschen ruhen, reagiere nicht emotional oder verwerfe dein Projekt sofort. Der Berg im Lenormand steht auch für eine überwindbare Blockade. Ja? Wenn also ein Berg an den anderen gereiht ist, dann wird es anstrengend und dann darfst du dich fragen, ist das tatsächlich mein Weg? Wenn du aber das Gefühl hast, eigentlich läuft es rund, aber jetzt kommt ein unerwartetes Hindernis, dann bitte nicht aufgeben. Eine Karte noch, wir schauen mal, was nach dem Berg noch kommt. Das fände ich jetzt nämlich interessant. Ja, zieh dich dann gerne zurück. Der Turm steht für den Rückzug. Ja, in dem Sinne nehme ich ihn auch so wahr. Zieh dich gerne zurück. Es könnte sehr, sehr impulsiv zugehen im Kollektiv ab dem, naja, ich würde mal sagen, 8., 9., 10. August. Ich glaube, in dieser Woche schleicht sich jetzt der positive Neumond-Aspekt des Löwen aus. Wir dürfen auch nicht vergessen, der Löwe hat ja trotzdem auch einen positiven und einen nicht so positiven Aspekt. Ja? Der positive Aspekt, das war für mich jetzt eben dieses Potenzial, Neues zu beginnen. Da steht der Löwe für Kraft, für Mut, für unsere Herzensenergie. Aber der negative Aspekt des Löwen ist übertriebener Stolz im negativen Sinne, Überheblichkeit, Ego-Betonung, Aggression. Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn ja, bitte schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich würde mich da über eine Rückmeldung sehr freuen, dass die Menschen zum Teil sehr aggressiv sind. Ja, dass es sehr viel emotionale, sehr impulsive Reaktionen gibt, auch auf Kleinigkeiten. Ja, also ich erlebe das selber im Umfeld, aber auch wenn ich täglich rausgehe mal und wenn es nur im Supermarkt an der Kasse ist, ja. Also da habe ich so das Gefühl, dieses Ego bäumt sich gerade ein bisschen auf und das könnte nochmal richtig Fahrt aufnehmen in der zweiten Monatshälfte. Also dann bitte lieber einmal zurückgehen, da darfst du dich auch mal in deinen vier Wänden verschanzen. Ja, lass es dir gut gehen, koch dir was Schönes zu essen, mach's dir gemütlich, schau auch mal einfach einen guten Film an oder hör dir schöne Videos an. Geh raus in die Natur, auch dort kann man sich im Wald verschanzen, in Anführungszeichen. Ja, der Wald ist für mich einfach ein totaler Kraftort. Wenn ich in den Wald gehe, dann verbinde ich mich mit den Bäumen, mit den Tieren dort, mit Mutter Erde. Das ist so stärkend und nährend, denn ja, auch ich muss natürlich im August dafür sorgen, dass ich gut in meiner Kraft bleibe. Ja, das ist für mich auch nicht immer einfach. Ich gehe ja auch durch die Energien mit euch hindurch und wenn dann sehr, sehr viel auf mich einprasselt an Nachrichten und natürlich auch Mitteilungen, dass es den Menschen, die zu mir gefunden haben, nicht gut geht, dann darf ich auch immer wieder gut für mich sorgen und mir die ein oder andere Auszeit nehmen
um einfach bei Kräften zu bleiben. Und so macht das bitte auch. Wir schauen uns noch die Unterseite des Decks an. Wow, meine Lieben, das ist jetzt eine wunderschöne Hauptenergie. Das ist die Hauptenergie, ja? Und hier liegt die wunderschöne Sonne. Die Sonne steht für Erfüllung und Erfolg. Ja, für sonnige Zeiten. Also das passt sehr gut zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es kann im August eventuell mal eine Blockade geben. Wir können uns mal sehr, sehr, ja, vielleicht durch den Fleischwolf gedreht fühlen. Ja, das ist vielleicht ein gutes Bild. Ich habe das Gefühl, diese Energien nehmen uns tatsächlich ein bisschen in die Mangel. Aber im September, ja, das spüre ich, wird das Ganze auf jeden Fall wieder besser. Da wird sich die Energie beruhigen. Den September nehme ich eher so, und da passt dieses Bild so schön dazu, als schönen Spätsommermonat war, in dem wir wieder auftanken können, in dem wir wieder durchatmen können und dann auch unsere Projekte vorantreiben können, die vielleicht jetzt im August ein bisschen holprig laufen oder vor der ein oder anderen Blockade stehen. Ja, wir holen uns jetzt noch eine weise Botschaft der Eulen. Was haben die Eulen uns mitzuteilen an diesem Montag zum Start in die neue Woche? Hier heißt es: Kleines, erinnere dich, du bist nicht das, was du denkst, sondern viel, viel mehr. Wow, passt natürlich jetzt sehr gut zum Eichhörnchen und der Botschaft: Glaube an dich. Ja, wir sind mehr als diejenigen, die wir jeden Morgen im Spiegel sehen, meine Lieben. Das ist das Jahr der Erkenntnis genau dessen. Ja, ich nehme dieses Jahr 2024 genauso wahr, dass wir in diesem Jahr erkennen dürfen, wer wir eigentlich sind. Wir sind Seelen, die sich hier auf Erden zu dieser Reise entschlossen haben, die angetreten sind mit einem bestimmten Seelenplan, mit wundervollen Gaben und Talenten, die ins Kollektiv gebracht werden möchten und die jetzt die Möglichkeit haben, in dieser so wichtigen Zeit für uns Menschen zu sagen: Ich bin bereit, auch das zu leben, was ich eigentlich bin. Denn wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir als Seele hier in einem menschlichen Körper auf Erden wandeln und dass unser wahres Wesen nichts als Licht und Liebe ist, ja, dann werden wir, also mir geht es zumindest so, ab und zu fassungslos, wenn wir die Geschehnisse auf der Weltbühne betrachten. Wenn du dir wirklich mal die Mühe machst und beamst dich mal auf Erden sozusagen nach oben ins Universum und schaust mal aus der Vogelperspektive auf die Welt und auf all die, ja, Unruheherde, die es momentan auf der Welt gibt, und siehst, wie krank die Menschheit eigentlich ist, ja, mit der Kriegsführung, mit den Dingen, die hier veranstaltet werden, in dem Bewusstsein, dass wir alle Seelen sind, die hierher gekommen sind, um eigentlich ein wundervolles Leben auf Mutter Erde zu führen, dann wird einem erst klar, was wir Menschen eigentlich machen. Und darum geht es, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass es immer mehr Menschen in den kommenden Jahren geben wird, denen klar wird, wer sie eigentlich sind. Und das ist die Chance auf Heilung und auf Frieden. Ja, meine Lieben, startet gut rein in die Woche. Wie immer von mir eine ganz liebevolle Umarmung zum Schluss. Wir haben uns, wir sind nicht alleine. Ja, wir geben uns hier gegenseitig Kraft. Das finde ich wunderschön. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann, auf diesem herausfordernden Weg voranzukommen. Und ja,
Am Mittwoch bin ich zurück mit einem One-Card-Channeling. Wir werden dann mal sehen, was aus der geistigen Welt zu uns kommt für diese erste volle Augustwoche. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir jetzt einen wundervollen Montag. Bis bald, meine Lieben. Eure Uli. Tschüss.